Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tasca News. In der kommenden Woche haben wir ein neues Imbissangebot. Und zwar kann man jetzt unser Imbissangebot im Menü kaufen. Und das erste, was man im Menü kaufen kann, sind natürlich unsere Baguettes. Und da haben wir zwei Sorten. Einmal mit Salat, Pesto, Schinken und Tomate. Und einmal mit Salat, Käse und Tomate. Und dazu gibt es dann jeweils einen Orangen- oder Multivitamin-Flipper für 2,50 Euro. Die erste Neuheit in unserem Imbissangebot ist der Tasca-Burger mit 180 Gramm Fleisch, auch mit einem Orangen- oder Multivitamin-Flipper für 4,50 Euro. Und wenn ihr den haben wollt, kommt ihr einfach in der Frühstückspause zu uns ins Tasca und holt euch eine Essensmarke, damit euer Burger dann in der Mittagspause natürlich auch frisch und warm ist. Das nächste sind die Kartoffelecken, die kennt ihr ja schon. Wieder mit ein bisschen Dip und einem Orangen- oder Multivitamin-Flipper für 2 Euro. Gleich bleibt natürlich unser Schokohörnchen für 1,20 Euro. Ab der nächsten Woche gehen dann wieder alle Jahrgänge zur Schule und zwar an jeweils zwei Präsenztagen. Am Montag hat der 10. Jahrgang die schriftlichen Prüfungen in Mathe und am Dienstag hat der 12. Jahrgang die schriftlichen Latiniumsprüfungen. Am Mittwoch hat der 10. Jahrgang wieder die schriftliche Englischprüfung und am Freitag sind dann die mündlichen Latiniumsprüfungen. Heute ist übrigens der kuriose Feiertag des Spargels und das passt jetzt ziemlich gut, denn es ist wieder Spargelzeit und Spargel ist nicht nur lecker, sondern auch echt gesund, denn es enthält viele Ballaststoffe, Kalium, Calcium, Folsäuren, Magnesium und B-Vitamine. Ich habe ja in der letzten Woche bereits einen Brief angekündigt und weil ich euch den nicht vorenthalten will, lese ich euch den jetzt mal vor. Liebes Tasca-Team, das ist die Sockenpuppe von meinem Sohn Felix. Er ist 4 Jahre alt und der Bruder von Lukas, der in die 1. Klasse am EFI geht. Der Lukas hatte keine rechte Lust, eine Sockenpuppe zu basteln, sein Bruder dagegen umso mehr. Das ist eine tolle Idee. Wir haben auch schon einige Dinge gebastelt, zum Beispiel Regenbogenblumentöpfe aus Pappmaché, kleine Kräuterbeete aus PE-Flaschen, aber die coolste für die Jungs war die selbstgebaute Rakete, die mit Wasser und Luftpumpe auch wirklich gestartet ist. Liebe Grüße sagen Felix, Lukas und Familie. Bei unserer Sockenaktion haben jetzt schon über 100 Schüler teilgenommen, also danke dafür. Und dann war es auch eigentlich schon wieder mit dieser Folge von Tasca News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!